Hallo und willkommen zurück hier bei Dice Throne Deutschland mit unserem Solo-Let's Play zu Dice Throne Adventures. Ich bin Thomas und wir werden heute wieder mit dem Monk weiter auf Reisen gehen, diesmal Szenario 3. Welches das sein wird, werden wir uns gleich noch, werden wir hier gleich mal rauspicken. Wir haben letztes Mal ein bisschen Loot gesammelt, das ist einmal hier der Black Belt, der sagt, wenn der ankommende Angriff ein Undefendable ist, können wir 2 Combat Points ausgeben, um den dann doch zu verteidigen. Transference 2 ersetzt einfach die Originalkarte Transference aus dem Standarddeck. Kostet jetzt 1 Combat Point weniger. Ist dadurch natürlich ein bisschen erschwinglicher, hilft uns ein bisschen. Get That Outer hier Stufe 2 entfernt jetzt 2 Statuseffekte anstatt 1. Ja, dann haben wir noch aus dem letzten Run das Regenerating Orb, was uns, wenn wir es ausspielen als Equipment, durch den Einsatz der Self-Tokens mehr Leben zurückgibt. Dann haben wir noch die Angelic Boots. Die geben uns 2x Flight, wenn wir sie ausspielen. Da macht das Licht wieder ein bisschen Action. Wir warten einfach ganz kurz. So. Und Generous 2, was uns 3 Combat Points gibt, die wir zwischen unterschiedlichen Helden verteilen könnten. Also zwischen den Helden, die mitspielen. Wir sind alleine, also sind die 3 einfach für uns. Und 3 ist auch ein gutes Stichwort. Szenario 3. Wir haben hier wieder 4 Karten zur Auswahl und schauen einfach mal, welches Szenario es wird. Wir nehmen einfach mal das oberste. Das wird unser Szenario. Wir spielen alleine, haben dadurch 35 Leben, starten wieder mit 15 Gold. Am Ende gibt es wieder eine Shop-Phase, je nachdem, wie wir abschließen. Die King's Hand Token bleiben immer noch erfolgreich bei einer 4 bis 6. Und die Self Tokens geben wieder ein Leben plus ein pro Portal Shard, was wir gesammelt haben. Ja, hier sehen wir verteilt hier ein paar Loot Chests, Level 1, Level 2, Level 3. Hier ein paar Self Tokens verteilt. Und ja, die Portal Shards sind hier auch noch mit drauf. Wir starten hier unten. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal auf. Das lassen wir natürlich hier liegen und ja, stürzen uns wieder ins Abenteuer. Bis gleich! So, das Setup steht. Wir haben hier einmal alles aufgebaut, hier unser Playerboard. Unser Leaflet haben wir hier beiseite gepackt. Ich erkläre euch dann noch, was macht unser Deck. Das mischen wir gleich nochmal. Hier einmal der Crawl aufgebaut, so wie es hier auf der Szenariokarte steht, mit den verteilten Scythe-Tokens, mit den Loot-Chests und mit den Portal-Shards, die wir sammeln müssen. Ja, hier haben wir die Würfel für die Gegner, unseren Loot-Die, wenn wir dann Loot kriegen. Und ja, ich würde sagen, wir mischen einfach mal schnell. Kurz hier so ein bisschen, dass das alles einmal gut durchvermengt ist, mit unseren neuen Loot-Karten auch. Das platzieren wir hier, ziehen schon mal 4 Karten. Wir haben einmal Better D, einmal Fists of Harmony Stufe 2, ein Tippet und ein Get That Outer hier Stufe 2. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Reise und gehen zum ersten Plättchen, drehen das um. Das ist die Toll Bridge. Die sagt, spawn einen blauen Level 2 Minion oder zahl 3 und nimm nur einen kleinen Minion. Und ich könnte auch noch Karten verkaufen, um das Ganze zu bezahlen. Wir brauchen aber eigentlich unsere Karten und ziehen halt deswegen einfach ein Level 2 Minion hier raus. Und das ist der Soulless Bandit mit First Strike mit 2 Combat Points. Wo haben wir denn hier? 1, 2. Die hat er schon mal. Der sammelt Swipes in seiner Roll Objective. Und ja, als Reward gibt es hier ein Level 2 Loot. 10 Leben hat er. Wo haben wir denn unseren Lebenscounter? Einmal hier. Einmal 10. Ja, dann nehmen wir uns hier unseren Würfelteller. Und ich würde sagen, er darf gleich anfangen, denn er hat ja First Strike. Da hat er schon mal 4 Swipes. 2 Würfe hat er noch.
Und ja, bleibt bei 4 Swipes. Er führt sein Soul Blade aus, das sind 6 Schaden. Würde er dreimal die gleiche Nummer haben, würden alle, die ihn bekämpfen, einen Combat Point verlieren. Das ist in dem Falle nicht der Fall. Dann können wir uns verteidigen, hier mit unserem Serenity, mit 4 Würfeln. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich meine Würfel versteckt habe. Ach, die sind natürlich noch in der Box. Die kommen natürlich hier mit aufs Feld. Nehmen uns unsere 4 Würfel und gucken, was wir bekommen. Wir machen einen Schaden zurück und bekommen schon mal 2 Chi. Dann bekommen wir 6 Schaden. Ja, die nehmen wir auch erstmal komplett so, wie sie sind. Dann sind wir auf 29 und er ist schon mal auf 9 runter. Dann sind wir dran. Wir kriegen ein Combat Point. Dann ziehen wir eine Karte. Das ist ja ganz schön, da könnten wir mit arbeiten. Dann geben wir gleich mal einen Combat Point wieder aus und upgraden unser Fists of Harmony auf Stufe 2. Damit machen wir jetzt zwar immer noch 6 Schaden, bekommen aber einen Chi mehr bei einer kleinen Straße und gehen dann gleich mal auf ihn los, würde ich sagen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Wie sieht denn deine Verteidigung aus? Der macht nur Schaden zurück. Das heißt, wir versuchen einfach mal noch eine weitere Faust zu bekommen. Yep. Damit aktivieren wir unseren First Strike. Fist Strike, nicht First Strike. First Strike hat er. Wir haben Fist Strike, da fehlt das R. Das sind 8 Schaden. Er kann sich ganz normal verteidigen. Mit 3 Würfeln und macht Schaden zurück. Und zwar ganze 3. Dann bekommen wir 3 Schaden. 1, 2, 3. Gehen auf 26 runter. Geben noch ein Chi aus, um den Angriff zu verstärken. Dann sind das 9 Schaden für ihn. Damit haben wir den schon mal besiegt. Das kommt beiseite. Und wir kriegen einen blauen Loot. Dann nehmen wir doch mal hier wieder unsere schöne Loot Table. Stufe 2. Wir nehmen unseren 20-seitigen Loot Die. In dem Falle ein Custom Die. Die normalen sehen ein bisschen anders aus. Ich zeige euch das nochmal. Einmal hier ein bisschen Krach machen. Das sind die normalen, die goldenen. Und ja, wir haben hier so einen schönen Obsidianstein. Und haben eine 20. Das ist doch sehr schön, denn für eine 20 bekommen wir eine Rare Loot Card. Nicht Rare, wir bekommen sogar Epic. Wo haben wir denn hier Epic? Epic haben wir hier. Die ziehen wir hier raus und ja, parken die dann hier oben. Sortieren kann man das sich am besten. Man packt hier Common runter, hier Rare, hier Epic. Und hier Legendary, deswegen packen wir es jetzt auch hier hin. Damit wir das nicht vergessen, wenn wir das am Ende identifizieren wollen. Ja, sind bei 26 Leben, haben ihn besiegt und gehen einfach gleich weiter. Dann gehen wir hier rüber, mehr Optionen haben wir momentan nicht. Da haben wir den Volcanic Spout. Da kommt noch drauf, wir haben unseren Loot, unser Gold-Dial vergessen. Den bauen wir nochmal schnell hier mit hin. 15, wir kriegen einen dazu, sind wir bei 16. Das passt hier noch ganz gut hin. Volcanic Spout. Wir kriegen auf jeden Fall einen grünen Level 1 Minion, den wir bekämpfen müssen. Der aktive Spieler muss einen positiven Statuseffekt entfernen, das wäre dann das Chi. Und kriegt 2 Schaden. Dann sind wir schon nur noch bei 24. Das geht ganz schön flott heute. Ja, dann kriegen wir ein Level 1 Minion. Da greifen wir doch mal hier in die Box. Und haben den Shadow Archer. Der kommt mit 10 Leben daher. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Das funktioniert ganz gut. Der kommt mit 3 Combat Points ins Spiel. Für Minions sind die Combat Points
eigentlich nicht ganz so wichtig, es sei denn, ich habe sowas wie Knockdown, was ihn zwingt, Combat Points abzugeben, um seinen Angriff zu kriegen. In dem Falle würde er bei einem Knockdown einfach 2 Combat Points ausgeben, hätte dann noch einen und würde den Token einfach loswerden. Aber wir haben jetzt erstmal hier 3 Combat Points. Als Roll Objective hat er die Vortex, die er sammeln muss. Aber als erstes sind wir dran. Das heißt, wir nehmen erstmal den Combat Point und ziehen eine Karte. Das ist doch ganz in Ordnung. Und gehen dann einfach in die Combat Phase. Mehr brauchen wir jetzt gerade gar nicht machen. Und schauen mal, was wir so hinkriegen. Wir haben 4, 4, 1. Vielleicht können wir uns erstmal mit Chi ein bisschen aufsammeln und ein bisschen Evasive dazu holen. Das sieht bisher am sinnvollsten aus. Jep. Ja, wir hätten auch eine kleine Straße, es wären 6 Schaden. Das wäre natürlich auch gar nicht so verkehrt. 3, 4, 5, 6. Wir gucken mal, wenn es vielleicht noch eine große wird, wäre es schön. Und ansonsten haben wir eine kleine oder es ist vielleicht doch noch ein Meditate. Nö, dann nehmen wir die kleine Straße, die haben wir aufgewertet. Wir bekommen 3 Chi-Token, damit können wir ein bisschen Schaden verhindern oder den Schaden verstärken, aber erst nachdem, wenn wir eine Runde gewartet haben, nachdem wir sie gekriegt haben, sprich, jetzt kann ich sie noch nicht in den Angriff reinpumpen. Ja, dann fliegen mal 6 Schaden auf ihn zu, er darf sich verteidigen. Mit 3 Würfeln und wenn er einen Vortex würfelt, verhindert er 3. Das tut er. Damit kriegt er 3 Schaden. 1, 2, 3. Dann ist er auf 7. Und ja, machen wir noch irgendwas? Nö, das lassen wir erstmal so stehen. Dann darf er angreifen. Wie gesagt, er muss Vortex sammeln. Da hat er einen. Da hat er 4. Oh, und er hat schon 3 of a kind. Damit passiert dann noch ein bisschen was. Ja. Das ist 4 Stück. Ist ein Vortex. Für 3 of a kind bekommen wir ein Silence-Token. Silence macht, wir lesen das mal vor. Ein Spieler mit diesem Token kann weder eine kleine noch eine große Straße ausführen. Und danach kommt der Token wieder weg. Aber erstmal müssen wir jetzt gegen 7 Schaden verteidigen. Das tun wir jetzt mit 4 Würfeln. Wir bekommen 2 Chi-Token. Dann haben wir 5, machen 2 Schaden zurück. Und benutzen unser Chi, um von den 7 Schaden 5 zu verhindern. Dann bekommen wir nur 2 und er bekommt noch 2 zurück, ist dann auf 5. Ja, und dann sind wir tatsächlich schon dran. Wir kriegen wieder einen Combat Point, ziehen eine Karte. Ah, guck mal, dann können wir mal unser erstes Equipment ausspielen. Das bauen wir mal mit hier drunter, und zwar den Black Belt. Damit können wir jetzt, wenn wir mit Undefendable Schaden angegriffen werden, 2 ausgeben und dann können wir das trotzdem verteidigen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Angriff über. Hier haben wir, das war eine 2, 3-mal das. Ich würde sogar sagen, das lassen wir so. Wir brauchen ein bisschen Chi. Wir kriegen 5 Chi-Token. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr können wir auch momentan nicht sammeln. Das ist nämlich unser Stack-Limit. Der geht wieder weg. Er braucht sich nicht verteidigen, weil er keinen Schaden kriegt und darf dann ja angreifen. Damit hat er schon mal 3 Vortex. 3 Vortex. 4 Vortex mit 3-mal die 4. Dann kommt der Silence-Token einfach gleich wieder.
macht wieder 7 Schaden und wir haben übrigens noch ein Evasive, das habe ich ganz vergessen. Dann dürfen wir uns verteidigen. Ich brauche unbedingt eine zweite Kamera, damit ich das alles separat aufnehmen kann. Einer kommt beiseite und wir machen 3 Schaden zurück. Dann würde ich tatsächlich mal versuchen, den Evasive hier zu benutzen. Bei einer 1 oder 2 weichen wir dem Schaden aus. Das ist eine 6. Das ist nicht das, was wir haben wollten. Dann geben wir die 3 noch aus, beziehungsweise die 5, um daraus wieder nur 2 Schaden zu machen. Und er bekommt noch seine 3 zurück, ist damit auf 2. Das heißt, wir müssen jetzt 5 Schaden machen, um ihn zu besiegen. 5 Combat Points, Karte. Dann haben wir hier unser zweites Equipment, das Regenerating Orb. Das ist auch gut, das spielen wir erstmal aus. Und gehen dann in den Angriff über, würde ich sagen. Jetzt wäre eine kleine Straße nochmal gut. Für die ganzen Ski oder so ein Lotus Strike. Wir schauen mal, was hier kommt. Ah, hier haben wir schon mal 2 Sechsen. Oder 2, 3, 4. Ja, wir probieren mal die 2 Sechsen. Na, jetzt gehen wir doch auf 2, 3, 4. Jetzt wird das schon ein bisschen gruseliger, aber 2, 3, 4. Dann nehmen wir noch unser Tippet, drehen die 6 auf eine 5 und haben damit dann die kleine Straße. Dann bekommen wir 3 Chi. Ah, halt, Moment, zurück. Wir drehen die 6 nicht auf die 5, das können wir nämlich gar nicht machen, denn wir haben ja noch den Silence Token. Dann drehen wir lieber die 4 auf eine 3 und haben den Tempest Rush und würfeln mit 3 Würfeln den Schaden aus. 5, 4 und 2 macht 11. Davon kann er maximal 3 verhindern, das heißt, er ist dann down. Das kommt weg, das kommt beiseite. Und wir würfeln auf der Loot Table. Die legen wir dann hier wieder kurz aus. Das ist ein Level 1 Reward. Ich wäre jetzt für eine 9 oder eine 10. Das ist eine 14, dafür bekommen wir ein Gold. Und ja, damit ist das zweite Plättchen auch schon fertig erforscht. Wir gehen aber erstmal nach hier oben. Ich würde gerne erstmal so ein Scythe-Token bekommen. Erstmal bekommen wir hier weiter noch einen Loot, den wir gerade aufnehmen. Mit einer 2 bekommen wir einen Attack Modifier von plus 1. Und dann gehen wir hier gucken. So. Wir müssen alle Statuseffekte entfernen von uns selber. Und dann könnten wir 2 Combat Points bezahlen, um eine Karte aus dem Discard Pile wieder aufzunehmen für 2. Das wollen wir in dem Falle nicht. Wir stellen uns einfach dem Level 1 Minion. Ist King Vulture, hat First Strike und macht ganz viel Undefendable Damage. Was nicht ganz so dramatisch ist, denn wir haben ja hier den Black Belt. Der wird uns da schon ein bisschen helfen. Ja, er hat 8 Leben und macht ganz viel Undefendable Damage. Er muss auch wieder die Vortex sammeln. Dann würde ich sagen, darf er das doch gleich tun. Da hat er einen. Er braucht mindestens 3, um was zu machen. Da ist der zweite. Ja, wäre schön, wenn jetzt mal keiner kommt. Da ist der dritte und würde somit 4 Undefendable Damage machen. Die Frage ist, wollen wir das so hinnehmen oder wollen wir uns verteidigen? Ich würde mal fast behaupten, wir versuchen uns zu verteidigen. Wir zahlen 2 Combat Points, aktivieren den Black Belt und ja, verteidigen uns erstmal.
Wir bekommen 4 Chi. 1, 2, 3, 4. Und ja, dann bekommen wir die 4 Schaden tatsächlich. Sind wir auf 16. Und dann sind wir dran. Dann kriegen wir einen Combat Point. Ziehen eine Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Und versuchen ihm einfach ein bisschen ja, Schaden zu machen. Am besten 8. So, 4, 5, 6, 6. Wollen wir es nochmal probieren? Oder wir nehmen 3, 4, 5, 6. Das wirkt etwas besser. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Dann haben wir die kleine Straße. Würden 3 Chi bekommen und 6 Schaden machen. Das heißt, 3 Chi bekommen. Das heißt, wir müssen vorher 2 ausgeben, dass wir schon mal 8 Schaden machen. Bekommen dann die 3 wieder und sind auf 5. Dann darf er sich verteidigen. Ja, war zu viel, aber nichtsdestotrotz kommt da nicht ein Vortex mit dazu. Das heißt, er kann die Hälfte nicht verhindern. Und ja, dann kriegt er 8 Schaden und ist tatsächlich schon weg. Wofür wir wieder ein Level 1 Loot bekommen. Das kommt beiseite, das kommt dahin. Und wir bekommen bei einer 17 3 Gold. Dann sind wir schon mal auf 20. Das ist auch schön. Da können wir dann mit arbeiten. Ja, so schnell kann die Runde gehen. Und wir stolzieren einfach gleich weiter. Haben den ersten Portal Shard bekommen. Aber auch leider ein blaues Plättchen aufgedeckt. Und ja, wir müssen zufällig eine Karte abwerfen. Dann mischen wir mal hier durch. Und weg kommt das Mystic Mantra. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben noch 5 Chi hier liegen. Das ist auch gut. Und ja, nehmen jetzt erstmal unseren Level 2 Minion. Das ist in dem Falle Dark Panther. Mit 9 Leben und 4 Combat Points. Und hat natürlich wieder First Strike. Warum auch nicht? Dann kriegt er nochmal CP und CP und darf dann auch gleich angreifen. Er sammelt die hier. 1, 2, 3, 2. Was muss der haben? 3. Three of a kind gibt dann Bleed. Gut. Er darf noch zweimal würfeln. Noch einmal. Dann sind das 7 Schaden ohne Bleed, die auf uns zukommen. Wir dürfen uns verteidigen. Dann hoffen wir mal. Halt. Hat noch keiner gesehen, das war ein Würfel zu viel. So, wir bekommen 2 Chi. 5 haben wir. Die geben wir jetzt alle aus, um keinen Schaden zu kassieren. Also erstmal die 5, würden 2 wiederkommen. Die 2 noch ausgeben, da erst zum Schluss alles zusammengerechnet wird. Damit haben wir den Angriff negiert und dann sind wir tatsächlich dran, wieder an zweiter Stelle. Wir ziehen eine Karte, haben jetzt eine Helping Hand dazu bekommen. Damit könnten wir, wie kann er sich verteidigen? Bleed und noch mehr Bleed. Und ja, wir werten uns mal ein bisschen auf, den Fist Strike auf Stufe 3 für 2 Combat Points. Und dann legen wir auch schon los. Oh, jetzt haben wir 3 Sechsen. Das ist natürlich schon wie eine Einladung. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch per Hand habe, um da eventuell noch was. Ah, ist natürlich schwierig, ne? Ach, wir sind heute mal ein bisschen gierig. Was natürlich nicht belohnt wird. So macht man das natürlich nicht. Dann ja. Ist das leider nicht gut gelaufen.
Wir machen keinen Schaden und der Panther ist wieder dran. Dann schauen wir doch mal. Da hat er schon mal 2 Slashes. Da hat er 4 Slashes. Da ist der 5. Macht 8 Schaden, aber er hat wieder nicht 3 von einer Zahl. Und ja, wir sollten uns schleunigst verteidigen. Das sind 3 Chi bei 8 Schaden. Benutzen wir die Chi gleich wieder, um 3 zu verhindern. Dann kriegen wir noch 5. Ja, das geht mit dem Leben manchmal recht schnell. Und ja, dann sind wir dran. Combat Point und Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Dann versuchen wir jetzt nochmal, ihn dann doch zu legen. Ja, ein Tempest Rush wäre jetzt gut. Oder es wird ein Meditate. Wir versuchen mit Evasive dem Ganzen zu entkommen. Ja, wir nehmen das Meditate. Nehmen wieder unsere 5 G-Marker und unser Evasive. Wir müssen es probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann ja, ist es halt so gelaufen. Und zwar, ja, dann ist er schon wieder dran. Ich könnte es auch einfach während des Kampfes hier liegen lassen. Das ist einfacher. So, da hat er einen Slash, zweimal Slash. Ja. Vielleicht schafft er ja gar keinen. Doch, 4-mal. Und wir kriegen einen Bleed. Das heißt, er macht 7 Schaden. Wir dürfen uns verteidigen. Wieder mit so vielen Würfeln. Ja, bekommen ein Chi. Geben. Ja. Ich würde erstmal versuchen, das Evasive hier zu benutzen. Bei einer 1 oder 2 weichen wir aus. Da haben wir die 2. Das heißt, wir kriegen schon mal keinen Schaden. Ja, der eine Chi verfällt jetzt. Und er bekommt 3 Schaden zurück. 1, 2, 3. Das ist schon mal gut. Das Evasive ist weg. Das haben wir ausgegeben. Und damit sind wir wieder dran. Erstmal für den Bleed würfeln. Bei 1 bis 4 kriegen wir einen Schaden, bei 5 oder 6 geht er weg. Bei einer 6 geht er weg. Da sind wir mal gut davon gekommen. Und wir lassen das hier immer noch so liegen. Kriegen Combat Point, ziehen eine Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Und ich würde sagen, wir versuchen ihn jetzt mal anzugreifen. So, 2, 2, 2. 4 mal eine 2, er würde auch Knockdown bekommen dazu. Und 8 Schaden. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob wir noch Bleed dazu kriegen, denn was anderes kann nicht passieren. Bei einer 2 bekommen wir Bleed. Achso, ja gut, bei einer 6 hätten wir 2 Bleed bekommen. Aber das ist nicht ganz so wild. Damit haben wir ihn besiegt. Das Knockdown haben wir jetzt nicht mehr draufgepackt. Und wir dürfen auf der blauen Level 2 Loot-Leiste uns bedienen. Mit einer 13 sind das 1 Gold. Und 1 Gold, das haben wir. Wir haben ihn besiegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Handkarten stimmen auch noch. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Nehmen den Scythe-Token und gucken erstmal, was hier drüben passiert. Wir kriegen erstmal 2 Gold. Sind wir bei 23. Dann kommt gleich der blaue Minion, der aktive Spieler bekommt Burn und ich discarde einen positiven Statuseffekt, das ist dann einer von den Chi-Token und
Ja, dann sind wir dran. Erstmal gucken wir, was der Gegner sagt. Den ziehen wir hier wieder raus. Das ist in dem Falle das Drag Beast. Das kommt mit 15 Leben daher. 15 hat ein Combat Point. Das wäre natürlich praktisch, jetzt mal mit einem Knockdown zu arbeiten. Ja, und dann sind wir dran. Ich würde jetzt gerne mal also erstmal den Burn hier abhandeln. Das sind zwei Schaden. 1, 2. Dann den Bleed abhandeln. Wieder das gleiche Spiel. Bei einer 4 kriegen wir einen Schaden. Dann sind wir bei 8. Dann geben wir ein Scythe-Token aus. Der gibt uns 3 Leben plus. Wir haben schon einen Portal-Schaden, sind 4 Leben plus. Das Regenerating Orb sind das 5 Leben. Dann sind wir schon zumindest wieder auf 13. Ja, und dann beginnt unsere Runde. 6 Combat Points, eine Karte. So, dann zahlen wir mal einen Combat Point und spielen Get That Outta Here 2, um zwei Statuseffekte zu entfernen. Das sind natürlich Bleed und Burn. Die dürfen erstmal beiseite. Na, komm schon. Na, funktioniert gerade nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und ich würde sagen, wir gehen in den Angriff über. 3, 3. Wir hätten ja gerne einen Tempest Rush. Das hier wäre 2, 3, 2, 3. Das ist jetzt die Frage. In welche Richtung geht das? Dann haben wir den Combo Strike. Der macht von sich aus schon mal 6 Schaden. Und wir würfeln noch einen Würfel und gucken, was dazu kommt. Bei einer 5 sind das 2 Chi. Das heißt, wir geben schon mal ein Chi aus, um aus den 6 Schaden 7 Schaden zu machen. Bekommen dann 2 Chi wieder. Er darf sich verteidigen mit 4 Würfeln. Für jeden Vortex verhindert er einen. Und bei einer 6 verlieren wir ein Gold. Das heißt, er bekommt die 7 Schaden komplett. Damit ist er auf 8. Aber wir verlieren dadurch leider ein Gold. Sind wir nur noch auf 22. Und ja, jetzt machen wir einfach einen Palm Strike. Damit kommt Knockdown auf das Drag Beast. Einmal Knockdown. Und jetzt passiert nämlich genau das. Er ist dran, muss entweder 2 Commit Points bezahlen, um den abzulegen, oder seine Offensive überspringen. In dem Falle gibt er den ab, überspringt seine Offensive und ja, dann sind wir schon wieder dran. Jetzt kann ja nicht jedes Monster uns sinnlos verprügeln. So, dann habe ich hier Getting Paid. Damit kriegen wir nochmal 2 Combat Points. Und dann sind wir schon wieder dran mit Angreifen. Das haben wir hier. Dann versuchen wir jetzt mal 8 Schaden eher mehr zu machen. 1, 2, 3. Ja, das würde ich vielleicht sogar auch erstmal so lassen. 1, 2, 3. Damit hätten wir wieder den Combo Strike. Jupp, den würde ich doch tatsächlich dabei erstmal belassen. Wir gehen wieder auf den Combo Strike, würfeln einen Würfel dazu und bekommen einmal Evasive zu den 5 Schaden. Dann darf er sich verteidigen. 1, 2, 3, 4. Er verhindert gar keinen, klaut uns aber wieder ein Gold. So, wir hatten 5. Wir hatten 6 Schaden, 7, 8. Das heißt, wir geben noch 2 Chi aus, um ihm die letzten Schaden zu geben.
Wir verlieren hier noch ein Gold. Aber damit ist er aus dem Spiel und wir kriegen mit einer 4 bekommen wir einen plus 2 Damage Modifier. Den legen wir hier hin. Vielleicht bleibt er mal ein bisschen länger liegen. Ja. Das haben wir. Dann gucken wir, ob wir noch irgendwas ausspielen können. Und ich würde sagen, wir ziehen dann einfach auch mal weiter. Mit 13 Leben, 3 Chi, Attack Modifier. Was haben wir auf der Hand? Ah, wir könnten ja mal versuchen, da unten den Dreier-Loot zu holen. Oder, ne, wir gehen erstmal hier oben lang. Zu dem Punkt. Ah, ja, so geht es natürlich auch. Wir kriegen einen Knockdown und einen Parasite. Bekommen aber 2 Gold dafür und natürlich einen Level 2 Minion. In dem Falle den Shadow Sword. Der bekommt 14 Leben. 14. 3 Combat Points. Und dann sind wir dran. Ja, da schauen wir doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 Combat Points. Wir geben auf jeden Fall schon mal 2 aus, um das Knockdown loszuwerden. Dann müsste ich noch mal ganz kurz gucken, wie der Parasit funktioniert. Achso, sobald ich einen Statuseffekt ausgebe, mit dem ich Damage verhindere oder ausweiche, geht Parasit weg und ich bekomme 3 Schaden. Ja, dann versuchen wir doch mal einfach anzugreifen. Wie sieht das aus? Die Hälfte macht er halt Schaden zurück, das heißt, verhindern kann er nicht viel. Dann würde ich mal versuchen, irgendwie 14 Schaden da rüber zu bringen. Dann nehmen wir mal hier die 3 und schauen mal, ob wir dann noch 2 weitere dazu kriegen. Oder wir machen einfach eine große Straße mit 2, 3, 4, 5, 6. Legen wir nochmal hin. Das finde ich sogar glatt ein bisschen besser. Wir bekommen erstmal 7 Schaden für den Gegner. 7, 7, 7, 7. Dann nehmen wir hier die 3 Chi noch dazu. Wären wir bei 10 plus dem hier, also plus 2 Token, wären wir bei 12. Die werfen wir erstmal alle rein. Bekommen dann ein Evasive und 3 Chi dazu. Dann darf er sich verteidigen. Mit einem Würfel und das macht er als Schaden zurück. 2 Schaden bekommen wir. Er bekommt 7, 8, 9, 10, 11, 12. Damit ist er auf 2. Das sieht sehr vielversprechend aus. Und hätte ich da noch was? Nein. Dann ist er dran. Er darf ganz normal die Swipes sammeln. Damit hat er schon 3. Damit hat er 3. Damit hat er 4. Das wären 6 Schaden. Bei 3 gleichen würden wir Parasit kriegen. Der hat aber ein Stacklimit von, wir gucken lieber nochmal, 1. Das heißt, wir könnten gar keinen dazu kriegen. Ja, ich würde sagen, wir verteidigen uns. Vielleicht kriegen wir ihn ja in unserer Verteidigung down. Dafür bräuchten wir 2 Schaden. Ja, das sind 3. Wir spielen, Sekunde, yep, wir spielen für einen Combat Point ein Not This Time, um die 6 Schaden zu verhindern. Er bekommt 3, damit ist er weg. Wir bekommen wieder unseren Level 2 Loot. Der ist diesmal
eine 5. Dann kriegen wir den Combat Point von eben einfach wieder. Ja, wo geht's denn jetzt weiter lang? Wir gehen einfach hier hin. Ja, gut oder nicht gut ist natürlich jetzt die Frage. Wir müssen all unsere Statuseffekte entfernen. Aber dadurch geht auch der Parasit. Und ja, Gold kriegen wir keins, aber wir dürfen dafür erstmal zwei Karten ziehen. Ja, da kann man mit arbeiten. Dann bekommen wir wieder ein Minion. Das ist der Blind Archer mit 12 Leben. Und wieder drei Combat Points. Der sammelt Vortex beim Angriff, aber wir sind zuerst dran. 8 Combat Points. Einmal wieder hier unser Würfelbrett dazu holen. Und ja, ich würde sagen, wir greifen mal an. Damit hätten wir 2 Sechsen. Die behalten wir jetzt auch einfach mal. Damit haben wir 3 Sechsen. Damit haben wir 4 Sechsen und was nehmen wir denn jetzt dazu? Für ein Combat Point spielen wir Samesies, drehen das Ganze hier mit auf eine 6, aktivieren damit erstmal unseren Ultimate, den handeln wir jetzt erstmal ab. Das ist, wir bekommen ein Evasive und ein Cleanse. Der Gegner bekommt einmal Knockdown. Dann werden wir unser Stack Limit vom Chi um einen erhöhen und bekommen erstmal 6 Chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und haben wir noch was, um den Schaden ein bisschen zu verstärken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, wir haben eigentlich nur viel zu viele Karten. Und ja, dann kriegt er 10 Schaden. Ist dann schon mal auf 2. Und. Ja, damit sind wir soweit fertig. Damit sind wir soweit fertig und müssen leider eine Karte verkaufen, das ist What's Status Effect. Dafür bekommen wir wieder einen Combat Point. Und dann lassen wir doch den Blind Archer würfeln. Er zahlt erstmal die 2 Combat Points, um das Knockdown loszuwerden. Und geht jetzt erstmal Vortex sammeln. 2 Stück hat er schon, ab 3 kann er was tun. Da ist der dritte. Und da ist der vierte, sind aber nicht three of a kind, so dann kriegen wir nämlich keinen Blind dazu. Und wir dürfen uns verteidigen mit 4 Würfeln. Vielleicht kriegen wir die 2 Schaden wieder hin. Diesmal nicht. Wir bekommen, müssen erstmal 2 Combat Points zahlen, das habe ich vergessen. Durch den Black Belt, damit wir das Undefendable überhaupt verteidigen können. Da kriegen wir 2x Chi. Die benutzen wir schon mal. Also die 2 Chi benutzen wir vorher, um die 5 Schaden schon mal auf 3 Schaden zu machen. Kriegen dann die 2 wieder und benutzen dann weitere 3, um den Schaden auf 0 zu drücken. Und er kriegt einen und hat noch ein Leben. Damit sind wir wieder dran, gehen auf 7 Combat Points, ziehen eine Karte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, er kann bis zu 4 verhindern, das heißt, wir müssen mindestens 5 Schaden machen, damit er ganz sicher aus den Stiefeln kippt. Das ist nicht das, womit wir arbeiten können.
Hier haben wir zwei Einsen. Gucken wir, dass wir noch eine dritte kriegen. Jupp. Das wären dann 7 Schaden. Er kann maximal 4 verhindern, so dass er besiegt ist. Und wir kriegen wieder unseren blauen Loot. Upp, falsch rum. So rum natürlich. Und der Loot sagt uns, bei einer 18 upp, bekommen wir eine Rare Card. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Loot gefunden. Die greifen wir hier raus und packen die einmal hier drunter. Ja, da sind wir doch noch ganz gut bei weggekommen. Wir sind immer noch bei 11 Leben. Dann würde ich sagen, wir gehen hier rüber, um den Portal Shard einzusammeln, um den Scythe Token zu bekommen und um ja, wahrscheinlich ein Level 3 Minion gegenüberzustehen. Der Cascade Canyon. Ah, ja, wir dürfen wieder alle unsere Status-Token entfernen und ziehen dafür diesmal 3 Karten, wo mir gerade auffällt. Ich habe vergessen, glaube ich, eine Karte abzuwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yep, da haben wir vorher noch das Better Deal verkauft. So, wir ziehen jetzt 3. 1, 2, 3. Das ist noch ganz in Ordnung. Dann kommt hier ein Level 3 Minion. Zack. Oni Baba, 2 Combat Points und 14 Leben. 1. Na, komm da raus. 2. 14 Leben. Und so, 14 Leben, 14 Leben. Sammelt Vortex. Und ja, wir dürfen dann tatsächlich anfangen. 14. Wie kriegen wir denn 14 Leben weg? Das schauen wir gleich mal. So, erstmal kriegen wir einen Combat Point und natürlich eine Karte. Dann spielen wir erstmal Vegas Baby, um uns ein bisschen CPs dazu zu holen. Für eine 6 bekommen wir 3 Combat Points, dann sind wir bei 12. So, wir müssen jetzt erstmal ein paar Karten loswerden. Die 3 geben wir gleich wieder aus. Und machen unser Serenity auf Stufe 3. Man muss nicht vorher Stufe 2 haben. Man kann natürlich gleich auf Stufe 3 gehen. Wie das ich auch hier mit dem Fist Strike gemacht habe. Deswegen kann ich den jetzt auch verkaufen. Den auf Stufe 2. Da kriegen wir wieder einen Combat Point dazu. Ja, jetzt wird es erstmal ein bisschen spaßig hier. Mit Triple Up ziehen wir nochmal 3 Karten. 1, 2, 3. Dann für ein Combat Point erhöhen wir mal unseren Tempest Rush. Und für 2 Combat Points, das kommt hier rüber, die Fists of Tranquility auf Stufe 2. Dann kriegen wir nämlich noch einen weiteren Skill dazu, den Way of the Monk. Da würden wir 2 Evasive bekommen und 3 Undefendable Damage machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wie sieht die Defense aus? Der stiehlt Leben in der Defense. Und wenn er sein Offensive Roll Phase nicht durchbringt, würde er einmal Hex rübergeben und uns auch ein Leben stehlen. Der stiehlt sehr viel Leben. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Kampf. Das packen wir mal hier unten hin, das wird langsam etwas eng. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir ihm jetzt 14 Schaden mal reindrücken können. 1, 2, 3, 4, 5 ist eine große Straße. Das ist schon mal ein guter Start. Ich würde sagen, das lassen wir gleich einfach so liegen. Die große Straße gibt uns gibt ihm schon mal 7 Schaden. Wir bekommen aber ein Evasive und 3x Chi. Und er bekommt ein Knockdown und halt die 7 Schaden. Dann verteidigt er sich. Hoffen wir mal, dass er keine Vortex würfelt. Doch, 2 Stück. Das heißt, er bekommt 2 Leben, geht auf 16, verliert dann
7, geht dann auf 9 und wir verlieren tatsächlich 2 Leben. Ja, das ist doch schon mal nicht so schön. Das bauen wir mal ein bisschen hier runter. Da wackelt es nicht so. So, 9, 9 und... Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben wieder 7 Karten. Dann spielen wir noch unser Contemplate und kriegen dafür 2 Chi-Token. 1, 2. Und ja, sind dann auch soweit durch. Dann darf der Onibaba angreifen. Wie gesagt, er sammelt Vortex 1. 2, 3, 4. Mehr braucht er gar nicht. Boah, der kann aber ganz schön. Also bei einem Slash macht er 6 Undefendable Damage. Bei einem Vortex stiehlt er 4 Leben und bei einer 6 stiehlt er tatsächlich 5 Leben. Dann schauen wir mal, was wir hier denn hinkriegen. Er stiehlt 4 Leben. Na gut. 3, 4, dann sind wir leider nur noch auf 5 und er ist schon wieder auf 13, als wäre nie was passiert. Ja, 13 Schaden. Das kriegen wir bestimmt hin. Das packen wir hier erstmal beiseite. Und starten erstmal unseren Zug. Erstmal müssen wir einen Scythe-Token ausgeben, um wir haben 2 Shards, das sind 5. 5 Leben plus 1 sind 6 Leben. Dann sind wir Gott sei Dank wieder auf 11. Und ja, greifen dann einfach mal an. Oh, 3-6 ist natürlich schon mal ein guter Start. Die packen wir erstmal beiseite. Und bleibt immer noch dabei. Haben wir 3 Sechsen, aber wir haben 1, 2, 3. Twice as wild. Damit zünden wir wieder den Ultimate. Der diesmal auch reicht, um ihn tatsächlich... Achso, das haben wir ganz vergessen wegzupacken. Zip, zip. Wir machen wieder... Kriegen Evasive, kriegen einen Cleanse. Bekommen 6 Chi. Das heißt, wir geben einfach vorher alle mit aus, um den Schaden zu verstärken. Machen dann 15 Schaden. Quatsch, wir geben ein weniger aus, machen 14 Schaden. Haben jetzt ein Stacklimit von 7 und kriegen 6 Chi dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jupp. So, 7, 2 Evasive. Davon noch ein, ja, 14 Schaden, damit ist er weg. Halt, andersrum bauen. Gibt ein Level 3 Loot, das heißt, es wird immer ein bisschen besser, hier unten. Bei einer 7 bekommen wir 2 Karten, bald sind wir durch das Deck durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine müssen wir noch verkaufen am Ende der Runde, das ist das Serenity Level 2, weil wir schon... die dritte Stufe haben, gehen dann auf 3 Combat Points. Ja, und ich würde sagen, wir jetten einfach mal gleich weiter. Hier nochmal zu dem. So, Mirage, aber vorher erstmal den Level 2 Loot. Bei einer 6 ist der Level 2 Loot, Quatsch, doch 2 Combat Points. 1, 2. Dann Mirage, wir würfeln einen Würfel. Bei einer 1 bis 2 werde ich und ein Teammate mit Concussion belegt. Bei einer 3 bis 5 kommt ein Level 2 Minion und bei einer 6 würden wir 2 Combat Points bekommen. Es wird natürlich ein blauer Minion. Das ist aber nicht so schlimm.
Das bauen wir hier schon mal wieder auf. Level 2 Minion. Hier schön in die Box greifen. Und wir haben eine gehörnte Harpie mit First Strike. Das haben wir ja heute Gott sei Dank fast noch nicht gesehen. First Strike, also ist doch recht viel da drin. Aber ich denke mal, wir sind gut gewappnet gegen den Schaden. 3 Combat Points für die Madame. Und ja, dann darf sie doch loslegen. Sammelt auch wieder Vortex. Ab 2 geht's los. Bis zu 6 Undefendable Damage kann sie machen. Das sind 1, 2, 3, 4. Bisher sind das 3 Schaden. Bisher sind das 3 Schaden. Ja, ach, die 3 Schaden kann ich auch eigentlich mit 3x Chi einfach verhindern. Das sollte reichen. Brauchen wir gar kein großes Drama machen. Dann sind wir dran, gehen auf 6 Combat Points, ziehen eine Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich würde sagen, wir greifen gleich mal an. Was kann sie denn machen? Schaden verhindern oder komplett ignorieren. Dann versuchen wir doch mal, ja, am besten Undefendable Damage zu machen. Kriegen wir da genug hin? Momentan nicht. Da haben wir schon wieder 2 Sechsen. Ist jetzt die Frage, bleiben wir bei den Sechsen? Oder versuchen wir Knockdown? Oder versuchen wir Chi zu sammeln? Oh, oh, oh. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf Nummer sicher diesmal. 8 Schaden. Yep. Das sind einfache 9 Schaden, die da ankommen. Sie darf sich verteidigen. Und verhindert nichts. Dann können wir ja einfach noch ein Chi oben drauf packen. Und ja, damit ist sie schon besiegt. Das kann auch mal schnell gehen. Das war ein Level 2 Loot. Der kommt hier wieder auf den Tisch. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich die Tabelle einfach separat einblenden in der Ecke. Bei einer 17 bekommen wir 3 Gold. Jupp, 1, 2, 3, sind wir bei 26. Ja, Spawn abgehandelt, gut durchgekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müssen wir nochmal eine Karte spielen, bevor wir sie verkaufen. Dann spielen wir die Angelic Boots. Dafür kriegen wir 2x Flight. So. Ich denke, wir sind ganz gut gerüstet, um hier nochmal vorher den Level 3 Loot zu holen. Deswegen liegt das noch hier. Jetzt wäre eine 10 oder eine 9 ganz gut. Das ist aber eine 3. Die gibt uns aber einen plus 3 Damage Modifier. Und was verbirgt sich denn hinter dem lila Plättchen? Stain Spire. Wir bekommen 3 Gold und würden ein Level 3 Minion bekommen. Oder wir könnten 4 Schaden nehmen und würden das nächste Plättchen erforschen. Nee, dadurch, dass wir nur noch 11 Leben haben, sollten wir vielleicht die 3 Gold nehmen und uns gegen den Level 3 Minion hier zur Wehr setzen. Das ist der Ork-Schamane. Kommt mit 15 Leben. 15. Jupp. 15 Leben. Der sammelt Slashes und Chaos. Nee, Swipes und Chaos. Wenn er sein Offensive Roll Phase nicht hinkriegt, gibt er Parasit und Hex. Das kennen wir schon. Ja, 3 Combat Points kriegt er. Und 3 Combat Points. 3 Combat Points. Ja, und 15 Leben. Dann bauen wir mal wieder hier unser Schlachttableau auf. Bauen wir mal ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher steht. So, ist fest. Ja, wir fangen unseren Zug natürlich an. Weil der hat kein First Strike, Gott sei Dank.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wie kriegen wir jetzt am besten 15 Schaden hin? Mit dem Tempest Rush und den vielleicht Undefendable. Das wäre natürlich ja, schon mal ein guter Start. Wir können auch wieder mit 2 Sechsen loslegen. Wie viel Schaden macht er im Angriff? Poison, Discard 1, Stun und 4 Undefendable. Ja, wir versuchen mal erstmal die Sechsen. Ja, da ist die dritte und da bleibt es bei der dritten 6. Dann nehmen wir doch für halt andere Richtung ein Combat Point, ein Six-It. Haben damit zwar kein Ultimate, aber hier schon mal 5 Undefendable Damage. Damit sind wir bei 8 Undefendable Damage, 19, 11. Ja, nehmen wir die 8 erstmal. Gehen mit dem Stack Limit ein hoch und kriegen 5 dazu. Wir haben jetzt ein Stack Limit von 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hatten vorher 3, 5 dazu. Ja. Und geben ihm einfach mal 8 Undefendable Damage. Damit ist er nur noch bei 7. Ja, dann sind wir auch soweit durch und der Ork-Schamane darf sich wehren. Damit hat er die beiden schon mal und die beiden schon mal. Sein Angriff ist gescheitert. Dafür bekommen wir einen Parasiten und einmal das Hex. Das heißt, im nächsten Angriff sind unsere Sechsen wirkungslos. Ja, das ist aber nicht so dramatisch. Den Parasiten würde ich gleich mal mit dem Cleanse entfernen. Den wollen wir nicht haben. Das Hex bleibt liegen und wir sind dran, ziehen eine Karte und kriegen einen Combat Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist natürlich jetzt... So, wir müssen 7 Schaden machen, am besten undefendable. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Obwohl doch, hier unten mit dem Way of the Monk können wir nicht machen, weil wir keine 6 würfeln können. Habe ich hier noch irgendwo was? Das ist noch mehr 6en. Ja, dann würde ich sagen, wir versuchen mal den Tempest Rush. Das ist noch kein Tempest Rush. Wir versuchen es nochmal. Nee. Dann gehen wir hier auf 1, 2 und gucken, dass wir noch eine Faust dazu kriegen. Yep, das ist einfach nur ein Fist Strike auf mit 3 Würfeln, sind aber 7 Schaden. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass er nicht so gut würfelt, beziehungsweise halt. Moment, wir können, wir haben auch noch die Flight Token. Wir können mit Flight übrigens entweder einen kommenden Schaden verhindern oder mit Flight den Angriff undefendable machen. Dafür brauchen wir in dem Wurf eine 6 mindestens. Das heißt, wir geben jetzt mal ein Flight Token aus und schauen mal, was es wird. Der erste funktioniert schon mal nicht. Dann probieren wir das doch nochmal. Nein, das funktioniert leider nicht. Ja, dann müssen wir das so hinnehmen. Und er darf sich verteidigen. Wir hoffen einfach, dass er nicht so viele Vortex jetzt würfelt, um so viel Leben zu kriegen. Am besten gar keinen. Ein paar können wir noch ausgleichen und
Ja, er würfelt dann gar keinen. Wir bekommen zwar wieder einen Parasiten, aber kriegen den Parasiten, aber er kriegt 7 Schaden und ist damit ja, besiegt. Geht dann weg, gibt ein Level 3 Loot hier unten. Mit einer 4 kriegen wir wieder ein plus 3 Damage Modifier. Ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, jetzt hier zu dem Boss rüber zu gehen. Ja, können wir noch irgendwas spielen nach dem Angriff? Ach so, ja, natürlich. Moment. Wir haben ja noch ein bisschen was auf der Hand. Dann machen wir mit Bubai erstmal hier den Parasiten weg. Der stört nur. Und dann können wir tatsächlich den letzten Portal Shard hier mal einsammeln. Damit ist der Würfel komplett. Na, du gehörst so rum. Wir kriegen nochmal ein Self-Token. Der gibt uns jetzt 7 Leben, wenn wir ihn benutzen, was wir wahrscheinlich gleich tun werden. Dann haben wir die Valley of Bones. Die bringt uns ein Level 4 Minion als Gegner. Wir kriegen erstmal 2 Comet Points. 1, 2. Dann sind wir auf 5. Dann geht die Loot Table hier mal weg. So, würfeln wir einen Würfel. Das kriegen wir als Gold und die Hälfte davon als Schaden. Ja, jetzt wäre mal eine 2 gut. Jupp, das ist eine 2. Wir bekommen 2 Gold. Gehen damit auf 31, kriegen auch nur einen Schaden dafür. Ja, und dann kommt der Level 4 Minion. Wir schauen mal, was es wird. Ich traue mich gar nicht. Umbra. Umbra kommt mit einem King's Hand Token. Starting Tokens shown on Minion. Ja. Ein King's Hand Token. Dann 25 Leben hatte. 5, 2, 25. Dann 10 Combat Points. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich eine Menge Holz. Dann nehmen wir doch lieber. Ah, up. Ich hoffe, ja, wahrscheinlich habe ich das die ganze Zeit falsch rumgelegt. Aber war nicht so schlimm. 25 Combat Points. 10. Na, wo sind sie? Da. 10 Combat Points. Er hat aber keinen First Strike. Das ist schon mal ganz gut. Und passiert sonst noch was? Nö. Wir sind dann dran. Ich würde tatsächlich gerne den Self-Token gleich ausgeben, um uns ein bisschen auf 17 Leben ranzubringen, damit das nicht ganz so entfernt ist. So, 3 Undefendable Damage, 4 Undefendable Damage. Wenn er in den Shadows ist, macht er 4 Schaden mehr. Ach ja, das ist ja sehr nett. Nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Defensive Roll kann er nur in die Shadows gehen. Das heißt, Schaden kommt immer komplett durch. Das Hex ist übrigens weg. Das war noch vom alten Charakter, vom alten Minion. Und die 6. Combat Points plus das dazu. Das ist natürlich jetzt. Was hilft uns denn hier gerade mehr? Und was haben wir denn noch so alles auf der Hand? Das könnte helfen, das könnte helfen, das könnte helfen. Jupp. Dann. 2 Combo Strike Level 2. Und ja, ich würde sagen, wir greifen an. Das packen wir einfach so lange beiseite. Und ja, legen wir mal los. Das ist bisher ein Meditate, da können wir nicht viel mit anfangen. Aber so ein Way of the Monk wäre vielleicht schon mal ein ganz guter Start.
Das heißt, die kann ich auch liegen lassen. Ja, damit haben wir einen Way of the Monk. Wir würden zwei Evasive bekommen, aber dafür haben wir keinen Platz. So, es sind drei undefendable Schaden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das wäre eine Menge, aber es gibt erstmal nur die drei dazu. Dann hat er schon mal die ersten sechs kassiert. Geht dann auf 19. Ja, wir sind mit Evasive gut ausgerüstet und ja, schau mal, was passiert. Er darf jetzt angreifen. Er muss Vortex sammeln. Da hat er schon mal 2. Da hat er 5, aber ihm bringen ja nur 4 was. Das heißt, er macht 5 undefendable damage. Ich würde erstmal überlegen, mit einem Evasive dagegen zu halten. Bei einer 1 oder 2. Na, ich würde sogar noch einen ausgeben, um das nochmal zu probieren. Jep, mit einer 2 weichen wir den 5 Schaden einfach aus. Dann brauchen wir auch nicht die Combat Points ausgeben und unsere Chi rauszuhauen. Dann sind wir schon wieder dran. Und wir sind gleich tatsächlich mal durch das Deck durch, wenn das so weitergeht. Vor allen Dingen so. Wir spielen nochmal Double Up. Ziehen einmal 2 Karten. Dann spielen wir Generous. Kriegen dafür 3 Combat Points. 5, 6, 7. Dann könnten wir noch. Dann könnten wir noch für 2 Combat Points den Lotus Strike noch aufrüsten. Da haben wir ja fast alles durch. Ja, und dann würde ich sagen, greifen wir an. Das hat vorhin schon mal ganz gut geklappt. Wir machen wieder Way of the Monk, kriegen 2 Evasive und machen 3 Schaden. Wir machen das klein, aber fein. Wir haben auch leider nichts, um großartig da nochmal was hinterher zu pumpen, außer die. Aber die würde ich jetzt gerne noch behalten, weil da kommt auch tatsächlich im schlimmsten Falle viel Damage an. Ja, dann bin ich schon fertig. Dann darf er 2-mal Vortex, 2-mal Vortex, 2-mal Vortex, was, ja, gut und auch nicht gut ist, denn er geht jetzt in die, geht noch nicht in die Shadows, weil er dann noch seinen King's Hand Token, den wird er zuerst verwenden. Das heißt, bei einer 4 bis 6 hat er nochmal einen neuen Angriff und ansonsten, ja, bei einer 2 kriegt er keinen neuen Angriff, aber er geht jetzt in die Shadows, das heißt, er kann keinen Schaden kassieren von meinen Angriffen, es sei denn, es ist ein Ultimate, was ich aber bezweifle, dass ich den jetzt so schnell hinkriege. Aber dann sind wir tatsächlich dran. 6. Achso, und das bleibt auch so lange liegen, bis er eine komplette Runde durchgespielt hat, natürlich. Ja, oder man macht das ganz anders. Erstmal den Combat Point und dann ausgeben. Entschuldige mich, wenn ich da jetzt gerade nicht ganz drauf geachtet habe, ob das richtig war. Aber mit Transference holen wir uns einfach den Shadow und ja, können ihn einfach mal angreifen. So, 16 Leben hat er noch. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, gehen wir auf Nummer sicher. Ja, wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Dann nehmen wir hier doch unseren Combo Strike Level 2. Der ist dann hier unten. 5 Schaden und 2 Würfel. 5 Schaden und 2 Würfel würde uns 4 Chi bringen. Das heißt, Moment, 5 Schaden. 4 Chi würden wir bekommen. 1, 2, 3, 4. Geben wir aus. Dann sind das 9 Schaden. Die kommen wieder zurück. Er darf sich verteidigen mit 3 Würfeln und wenn er eine 6 dabei hat, geht er in die Schatten. Ansonsten kriegt er 9 Schaden. Damit ist er nur noch bei 7. Ja, das funktioniert doch besser als gedacht.
Dann ist er dran. Ich muss mir da keine Sorgen machen. Ich habe noch mein Shadows. Das heißt, egal was da kommt, es tut nicht weh. Jupp. Yep. Damit würde er 3 Undefendable Damage machen. Ich habe noch Shadows und bekomme daher keinen Schaden. Ja, ne? Dann sind wir wieder dran. Combat Point, Karte. Oh, jetzt haben wir mal die Promokarte. Enlightenment. Wir würfeln. Bei einer 6 kriegen wir Chi, Evasive und Cleanse. Ansonsten ziehen wir eine Karte. Bei einer 2 ziehen wir einfach eine Karte. Das Deck ist auch jetzt leer. Dann mischen wir mal schnell durch. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Die Equipment sind schon raus. Die Upgrades sind eigentlich auch alle raus. Eins habe ich noch auf der Hand. So, wir ziehen jetzt erstmal die Karte nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Er hatte angegriffen, keinen Schaden gekriegt, Karte gezogen, gespielt. Das heißt, wir greifen jetzt an. Ich muss nur mal kurz die Reihenfolge überlegen. So, ich würde aber für 2 nochmal das Meditate ausspielen. Damit sind wir, ich glaube, im Grunde voll aufgelevelt. Und ja, dann versuchen wir mal noch die letzten 7 Schaden reinzudrücken. So ein Lotus Strike wäre jetzt, glaube ich, ganz angebracht. Mit 2 Sechsen sieht das schon sehr vielversprechend aus. Sind aber weiterhin nur 2 Sechsen. Ja, eine dritte würde schon reichen. Boah. Oder wir machen 4 dazu. Damit ist unser Stack Limit wieder ein hochgerutscht. Wir machen 6 Schaden. Wir geben einfach ja, ein Chi aus. Kriegen dann 6 Chi dazu. Sind dann aber nur bei 9, weil der Rest ist ja fertig. Ja, damit ist er besiegt. Der Umbra gibt uns ein Level 4 Loot. Das ist auf jeden Fall eine Loot-Karte, egal was wir machen. Deswegen versuchen wir so hoch wie möglich zu würfeln. Mit einer 12 haben wir eine weitere Rare-Karte. Die packen wir mit hier zu der anderen. Dann ja, sind wir hier soweit durch. 17 Leben und ja, gehen dann hier hoch, aktivieren das Portal, packen die beiseite, die kommen wieder in die Kiste, den Scythe-Token bekommen wir und wir kriegen 2 Combat Points, 1, 2, wir bekommen 3 Gold, 1, 2, 3, sind wir bei 34. Dann kommt wieder ein Level 4 Minion, der bekommt einen weiteren King's Hand Token dazu. Und es ist der flüsternde Tod mit 30 Leben. Dann stellen wir das mal hier auf 30. Ne, andere Richtung. Über Kopf ist das alles mal ein bisschen schwieriger. So, Combat Points 2, das ist fast schon ein bisschen vielversprechend, ne? Und ein King's Hand Token plus noch ein King's Hand Token. So, was hat der denn? Der sammelt auf jeden Fall nur 6en. Und zwar einmal an alle, if you don't have, if you only have one opponent. Ah, cool. Also gegen mich macht er Schaden plus Wither plus Silence. Huh. Ja, das wird ein Spaß. Er hat aber keinen First Strike, das heißt, wir fangen an. Der Shadow ist inzwischen auch weg. Wir kriegen einen Combat Point, ziehen eine Karte. Ja, 1, 2, gleich mal mit Triple Up. Ziehen erstmal 3 Karten. 1, 2, 3. Verkaufen gleich das Serenity wieder, weil das haben wir schon ein bisschen besser.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Ja, loswerden müssen wir es eh, aber das gucken wir dann gleich. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Ich würde am liebsten ja hier unten wieder gleich mit so einem Lotus Strike anfangen. Das lief eben gerade ganz gut. Generell sind die Sechsen heute sehr gnädig. Aber so ein Tempest Rush wäre natürlich auch eine schöne Sache. Wir würfeln einfach mal drauf los. Ich gucke erstmal, ob ich überhaupt was habe, um das eventuell noch... Ja, haben wir. Wir fangen mal wieder mit unseren guten Sechsen an. Haben da schon die dritte auf jeden Fall. Haben die vierte. Und ja, heute ist ein Ultimate-Fest. Haben hier noch ein So Wild. Ah, da fällt mir aber einer noch ein King's Hand Token. Aber das macht nichts. Erstmal machen wir hier ein So Wild für ein Ultimate. Er darf da natürlich noch ein bisschen gegensteuern. Er benutzt seinen King's Hand Token. Bei einer 4 bis 6 funktioniert er. Bei einer 1 bis 3 bleibt alles so, wie es ist. Natürlich funktioniert er. Er zwingt mich, eine 6 neu zu würfeln. Ja, die dann wieder eine 6 wird. Das heißt, wir bleiben beim Ultimate. Wir fangen erstmal an, Evasive haben wir voll. Wir kriegen hier einmal Cleanse. Wir kriegen für ihn einmal Knockdown. Und was kriegt er denn noch? Knockdown. Er kriegt 10 Schaden. Unser Stacklimit geht ein hoch, den merken wir uns schon mal. 10 Schaden, wir kriegen 6 Stück. Also geben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück aus. Um dann beim Stacked Limit von 10 zu sein und machen ihm erstmal 15 Schaden. Zack, zack. 15. Dann ist er tatsächlich dran. Ja, er darf 6 sammeln. Erstmal gibt er seine 2 Combat Points aus, um den Knockdown loszuwerden. Ab jetzt ist der Zeitpunkt da, ihn zu, ja, stunlocken, könnte man sagen. Indem wir ihm Knockdown geben, kann er nicht mehr angreifen, sich nur noch verteidigen. Damit hat er schon mal 2 Sechsen. Oh, 4 Sechsen. 4 Sechsen sind 5, ja, Kollateralschaden, in dem Fall Undefendable Damage. Die nehmen wir doch tatsächlich mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir bekommen einmal Silence, damit sind die Straßen ausgeschaltet. Und wir bekommen einmal Wither, damit machen wir jetzt, wenn wir Schaden machen, einen Schaden weniger. Ja, und dann sind wir schon wieder dran. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ich habe vorhin vergessen, eine Karte zu verkaufen. Ich hatte ja 7 Karten. Über den Palm Strike haben wir dann letzte Runde noch verkauft. So, jetzt sind wir wieder bei 7. Ja, und dann würde ich sagen, wir greifen einfach mal an. Ah, 1, 2 davon. Und, achso, ja, das Wither kann ich ja gleich immer noch mit dem Cleanse wegmachen. Ja, wir probieren doch einfach mal ein paar Einsen zu sammeln. Oder vielleicht doch ein Combo Strike. Ah, oder einen Tempest Rush, das wäre natürlich jetzt auch eine Idee. Wir versuchen mal einen Tempest Rush. Yep. Da haben wir dann 3 Würfel, 3x die 3, haben den Tempest Rush für 3 Stück. Gucken wir, wie viel Schaden wir machen. 5, 8, 5, 9, 12. Das reicht, um ihn mit Knockdown zu belegen.
Das heißt, er wird nächste Runde auf jeden Fall nicht angreifen. Er darf sich aber noch verteidigen gegen die 12 Schaden. Bei einer 6 ignoriert er den kompletten Schaden. Das würde ich aber gerne verhindern wollen. Mit einer Helping Hand, was ihn dazu zwingt, einen von seinen Würfeln neu zu würfeln. Den darf ich natürlich aussuchen. Wird natürlich die 6. Wird dann zu einer 3. Das heißt, er kriegt die kompletten 12 Schaden plus 1, 2, 3. Sind dann nochmal 15. Damit geht er auf 0. Und wir bekommen nochmal schönen Loot. So, das kann hier beiseite. Er ist fertig. Das können wir wegräumen. Wir kriegen, wie gesagt, nochmal Loot. Bei einer 3 bekommen wir eine Kammenkarte. Die ist hier. Eine reicht, habe ich gehört. Die packen wir hier hin. Ja, und wir haben es... Ach, ein Chi natürlich mehr. Wir hatten natürlich noch Wizard. Oder ich hätte den vorher weggemacht natürlich. Wie wir es drehen und wenden. Es hat auf jeden Fall gereicht. Das Silence kann wieder weg. Ja, ich baue hier gleich mal die Shop-Phase auf. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier alles gefunden haben. So, dann haben wir das hier mal ein bisschen umstrukturiert. Wir haben gewonnen. Wir bekommen zum Shoppen 2 Common Cards und 2 Rare Cards. Die greifen wir uns mal hier raus, die wir kaufen können. So, wir haben natürlich 35 Gold, das wird immer auf den nächsten Step hochgesetzt. Dann, dann würde ich sagen, wir identifizieren als erstes mal unsere Epic-Karte für 10. 2, 3, 4, 5, ach, Quatsch, warum so kompliziert? Für 10 identifizieren wir die Karte hier. Da haben wir irgendwie falsch gezogen. Moment, die packen wir wieder zurück. Sollte nur eine Epic sein. Vegas Baby Level 4. Ja, die würde ich glatt behaupten, die lassen wir im Deck. Die tauschen wir dann aus. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben, was wir gerne hätten. Empowered Level 2. So, increase your attack damage by 3 for each ability you have upgraded to a maximum of 6. Das ist natürlich ein schöner Attack Modifier. Den würde ich tatsächlich glatt mitnehmen. Der würde uns 10 kosten. Nein, 15. So. Damit sind wir auf 10. Die können wir uns erstmal sparen, die brauchen wir nicht. Das heißt, die beiden Karten kommen auf jeden Fall in unser Deck. Dann kann ich noch unidentifizierte Loot-Karten verkaufen. Das klappt mit den Common Cards nicht. Ah doch, unidentified Loot-Cards kann ich verkaufen. Aber ich kann keine Common Cards verkaufen. Achso, gut, okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir 2 unidentifizierte Lootkarten. Die packen wir wieder hier rein. Einmal. Zweimal. Hier muss ich mal kurz was gucken, ob ich da nicht falsch gegriffen habe. Doch, natürlich. Bisschen falsch einsortiert, das sollte nur eine Rare sein. Für die 10 identifizieren wir das. Dann haben wir einen Treasure Hunter Level 2. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Die verkaufen wir einfach wieder für 5 Gold. 4, 5.
Die kommt wieder hier rein. Und ja, damit bleiben 15 Gold übrig. Die beiden Karten kommen in unser Deck. Die Karten kommen wieder zurück in den Shop. Zack. Ja, und dann haben wir ein paar Punkte gesammelt. Das blende ich gleich noch ein. Wir haben zwei Scythe-Tokens behalten für Szenario 4. Das sind 2 Punkte. Wir kriegen 3 Punkte für je 5 Unspent Gold. Wir haben 15, also sind das 3. Boss-Loot haben wir nicht. Wir haben alle Environment Tiles aufgedeckt. Das sind 5 Punkte. Plus Szenario-Score von 20. Das heißt, wir haben gesammelt 20 Punkte, 25, 28, 30 Punkte in dieser Runde. Damit kommen wir auf 49 plus 30 macht 79 Punkte bisher. Das ist schon mal eine gute Hausnummer. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr gern erfahren wollt, wie es weitergeht, lasst doch einfach ein Abo da, drückt einmal auf die Glocke, um zu erfahren, wenn es dann weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß diese Runde. Und wir sehen uns einfach in Ausgabe 4 wieder. Tschüss!